Netflix! No, Netflix! Vor genau 3 oder 4 Tagen hat Alplack 52 ein Album rausgehauen. Ich habe mir das Album angehört und ich finde dieses Album ziemlich gut. Ist nur meine persönliche Meinung, aber das Album ist stark. Ich habe zu diesem Album kein Video gemacht, weil ich seit 2 Wochen nur unterwegs bin, auf Geburtstag, auf Hochzeit. Deshalb habe ich auch keine Videos gemacht tatsächlich, ja. Aber von diesem Album haben die Jungs jetzt einen Song rausgepickt und dazu ein Video gemacht. Und zwar zu dem Song Only One Hurt. Alplack zusammen mit Kizaru. So. Und ich weiß, dass viele Kizaru mögen. Und es gibt auch natürlich genauso viele, die ihn nicht mögen. Es ist so halt so ein kontroverser Charakter. Das ist so zumindest, was mir so aufgefallen ist. Ja. Ansonsten, lass uns mal diesen Song zusammen mal anhören. Alplack ist jetzt gerade am Hypen, aber richtig stark. Ja. Ich glaube, er ist dieses Jahr der Rapper mit dem besten Hype. So hätte ich das jetzt gesagt. Obwohl, es gibt ja noch so ein paar andere, die auch noch gut sind, ne? Naja, egal. Lass uns das mal hören. Как футбольная команда. Три цвета, одно сердце на всю банду. Так-то, так-то, так-то. А, белый как-то. Три цвета. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Er sieht aus wie Age. Ich weiß nicht, ob er Age kennt. Aber ich habe so das Gefühl, also wenn man den so anguckt, als wenn das ein russischer Age wäre. Ja? Dieser weiße Mann, dieser weiße Gangster. Hier, guck mal, ich zeig dir mal. Es gibt so einen Rapper namens Age. Guck mal. Das ist Age. Das ist Alplack. Die sehen sich 1:1. Als wenn das sein Zwillingsbruder ist. Kopie. Takta. Белый как-то. Три цвета, одно сердце на всю банду. У нас лаги, как футбольная команда. Так-то, так-то, так-то. Это за моих собак, да? Чемпионы улицы, чемпионы так-то. Снова победила правда. Так-то, так-то, так-то. Папа выбирает таха. Папа любит деньги и котирует их запах. Okay, okay. Oh no, big Snoopy Dog, ding ding dong, wong, ding ding dong. Er hört sich wie Snoop Doggy an. Ey, aber bis jetzt, ich finde den Song geil. Das war einer der besten Songs, meiner Meinung nach, auf dem Album. Tatsächlich. Das ganze Album war nicht schlecht, aber ich glaube, das war einer der besten Songs. Масочка, гата, сладкая вата. Плыву незаметно, мать его, аллигатор. Шаровский лепич, держит мобили. Килограмм на шее, как доспехи на теле. На словах он крут, хуесос на деле. Сука, в чем дело, это тот самый белый. Original root, core, их рэп-база. Он был браза, теперь он зараза. Белый кепаса, бумит тракаса. У меня есть маза, топ-шелл саза. Белый как так? Три цвета, одно сердце на всю банду. У нас лаги, как футбольная команда. Так-то, так-то, так-то. Одно сердце на всю банду. Тут одно сердце на всю банду.
одно сердце на всю банду. А? 52. Они используют меня как-то. Мы подъехали к ним пам-пам. Посылаю в них ша-ша. Пам-пам-пам-пам. Ich sag's euch, wie es ist. Die beiden zusammen passen sehr geil auf den Song drauf, ja. Kizaru hat eine völlig andere Stimme und sorgt auf diesem Beat für eine ganz andere Atmosphäre, ja. Im Gegensatz zu Alplack. So. Aber beide haben trotzdem irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie man das erklären soll, aber die sind so beide witzig, haben Humor irgendwie, ich weiß es nicht, aber es klingt gut, es klingt interessant, ja. Wow. Wow. Ich weiß nicht, ob ihr das Album gehört habt. Ich habe mir das Album angehört und ich war schon von dem Album sehr, sehr begeistert. Es hat so eine... Für mich persönlich hatte ich so das Gefühl, wo ich das Album gehört habe, ich habe mich so gefühlt wie 1999, 98. Es hat so eine coole Atmosphäre, coole Oldschool-Atmosphäre. Aber dennoch ist das mehr auf 9 Beats aufgebaut mit so... mit coolen Flow und so. Das Album war für mich persönlich ein gutes Album. So. Ihr könnt mir mal schreiben, was ihr von diesem Song haltet. Ja, ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Vergesst nicht, einen Kommentar da zu lassen. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.